Bereits zum 12. Mal fand im Thüringer Landtag das Landesfinale des Wettbewerbes Jugend debattiert statt. Landtagspräsident Christian Karius eröffnete den Rhetorikwettstreit im Plenarsaal am 29. März 2017. Dass ihr hier euch ausprobiert in der Debatte, ich glaube, es wird euch in vielen Stellen nützen, und zwar nicht nur im Staat, nicht nur in den Kommunen, nicht nur in der Regierung, sondern auch im normalen freien Leben hilft es, wenn man seine Argumente schärft, wenn man sie vernünftig vorträgt und den einen oder anderen auch überzeugen kann. Der Wettbewerbsschwerpunkt lag in diesem Jahr bei den Jahrgangsstufen 8 bis 10 auf der Frage, ob Notenzeugnisse durch individuelle Einschätzungen ersetzt werden können. Die Klassenstufen 11 bis 12 diskutierten die Frage, ob in Großstädten künftig nur noch Elektroautos zugelassen werden sollen. Die Debatte bestand jeweils aus einer Monolog- und anschließenden Diskussionsphase sowie einem ungestörten Schlusswort. Die Jury begründete ihre Entscheidung öffentlich. Dabei wurden Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft der Diskutanten bewertet. Und das andere ist natürlich, dass man sehr wohl üben muss, seine Argumente so zu formulieren, dass sie beim Gegenüber auch ankommen. Also man muss geschliffen argumentieren können. Und das sind, glaube ich, zwei wichtige Voraussetzungen, um als Redner erfolgreich Debatten bestehen zu können. Sehr schön. Vielleicht auch hier noch einen kleinen Applaus.